So, einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns hier, na, wer erkennt es? Und zwar im Meilenwerk in Düsseldorf. Und zwar ist hier heute Treff. Grüße an Shooting Breaker. Hier Spider in schwarz, an den Felgen auch schwarz. Und die hier müssen sich ja wohl abgesprochen haben, so wie das aussieht. Er nämlich Spider in rot, einen roten Zierkranz um die Felge herum. Und hier vorne haben wir einen gelben Zierkranz. Und der Spider ist auch in gelb da unten, der Schriftzug. Ziemlich cool. Ah, sie haben auch beide hier so einen fliegenden Pegasus drauf. Das ist ja auch cool. Hein? Der Innenraum hier ist auch alles. Schaut mal an, das ist wirklich cool gemacht. Guck mal hier, Carbon-Schalensitze. Cool. Wirklich schön gemacht. Nicht schlecht. Ja, hier roter Türgriff, gelber Türgriff. Schön gemacht. Schade, dass er hier irgendwie, wobei er hat selber gemacht, nur halt in schwarz, ne? Wäre cool, hätte er noch eine andere Farbe. Da müsste eigentlich hier noch eine schwarze Umrandung sein und hier, ja, Silber. Hm? Er hat es nicht ganz mitgemacht. Hätte er jetzt hier einen silbernen Kringel und dann würde es wieder passen. Aber lustig gemacht. Gehen wir mal rein. Machen wir mal hier eine Tour für Leute, die hier noch nie waren oder das nicht kannten. Die Meilenwerke in ganz Deutschland sind genau dasselbe wie Motor Worlds. Also die müsste man, glaube ich, mittlerweile kennen. Einfach so eine Art Automuseum mit der Möglichkeit, private Fahrzeuge dort unterzustellen und begutachten zu lassen. Und meistens sind hier auch Autohändler, Verkäufer und ja, Autotreffen und so weiter. Restaurants, ein Platz für Autofans. So, wir sind jetzt hier rein. Ducati, hier vorne. Der Herr muss aufs Klo. Dann hier, laufen wir rein, ne? Sieht schon cool aus. Zur rechten FK Photography auf Instagram und links Cars for Life. Cars for Life war schon weg. Dann hier, absolute Klapperbüchse, würde ich mir der Wimper nicht angucken wollen. Dann haben wir hier einen dicken Pullman. So, also hier stehen die Autos eingelagert, oben stehen auch Autos und so, ne? Wie in jeder Motorworld. Und hier haben wir dann den großen Raum. Der ist eigentlich am spannendsten. Hier stehen immer coole Autos, wechselt auch immer durch. Im Moment ist noch ein SLR dazugekommen. Wir gehen mal vor zu den modernen Fahrzeugen, so alte Fahrzeuge. Sieht man, also ja, sind recht häufig. Da vorne sind schon die SLRs. So sieht das hier aus. Ah, hier, Zagato, Vanquish, Volante. Volante ist das Cabriolet. Hier an der Seite auch das Z für Zorro, für Zagato. Hier einen alten Diablo. Nebendran Diablo GT heißt er, glaube ich. Hier, oh, Ford GT. Vielleicht kennt ihr den Ford GT Boy. Der ist ziemlich cool. Ihr müsst mal das Video schauen und dahinter ist einer. Der macht so eine lustige Bewegung. Kurz nachdem er sagt Ford GT. Müsst mal das Video ganz genau anschauen. Hier. Hier, Diablo GT, hatte ich recht, hier, SLR 722, Murcielago. Wunderschönes, traumhaft schönes Auto. Der steht schon seit Ewigkeiten hier. Der hier ist ganz frisch dabei. Und zwar ist das einfach nur ein uraltes SLR Coupé. Ich nehme an, so ein 2004er, vielleicht 5er, 6er. Wir können mal kurz schauen. 5er, ja, hatte ich recht, uraltes Ding, Klapperbüchse. Aber SLR wird auf alle Ewigkeiten eins der wunderschönsten Autos der Welt sein. Hier ganz cool, Carbon um die Rückleuchten. Da kann man essen in der Mitte. Laufen einfach mal ein bisschen weiter. Mir ist es immer so ein bisschen unangenehm, so zu filmen und zu reden, weil ich nicht so ein Influencer sein will. Hier ein GTS in einer ziemlich coolen Farbe. Hm? Wie heißt die Farbe denn, der Herr? Hm? Weißt du nicht? Kreide hätte ich auch gesagt, aber bei Ferrari irgendwie anders. So, dann hier Dino. Dinosaurier gibt es auch. Uralte G-Klasse, Klapperbüchse von Brabus getuned. So, gucken wir weiter. Wo sind die Highlights? Ich habe hier einen Reiseführer dabei.
So, schauen wir ihn doch mal an. 12 Zylinder, das ist interessant. Das ist ein G65 umgebaut. Da ist er doch keine. Ist er zwar auch eine Klapperbüchse, aber ganz cool. Hier das Carbon finde ich cool. Das ist echt cool hier. G65 von Brabus umgebaut. Ist noch was Feines. Gibt es ja nicht mehr. Das neue Modell gab es nicht mehr als 12 Zylinder. Carrera GT, auch eine Klapperbüchse. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Da oben noch mehr Klapperbüchsen. Hier rum, der Reiseführer sagt hier rum. Rechts und links überall Klapperbüchsen. Das Video soll eine kleine Impression sein zum aktuellen Bestand hier drin, für Leute, die es hier kennen oder wissen wollen, was hier im Moment drin steht, und für Leute, die es noch gar nicht kennen. So, da oben haben wir Autos stehen. Hier muss irgendwo ein Treff sein, oder? Hier oben wunderschön, 8C in so einem geilen Blau. Hallo Gitter. SLS, der quasi sich 65er Gitter reingemacht hat. Hier Chromgitter, was da normalerweise nicht drin ist. Was ich nicht verstehe, ist, wieso hat er es nicht voll durchgezogen? Das wäre geil gewesen. Hier ein M1, ne? Ist natürlich auch nicht zu verachten. Dann hier rechts haben wir einen 812 mit schönen Felgen. Alter GTI ist eigentlich auch lustig. Hier so angemalte 911. Hm? Da musst du richtig drüber abwählen. Ja. Das ist so eine Scheiße. Das ist Alec Monopoly von euch. Okay, danke. Wie ihr gerade wahrscheinlich schon gehört habt, Alec Monopoly von Wish. Ja, aber da gibt es ja tausende Künstler hier, überall Saint-Tropez, die irgendeinen Scheißdreck verkaufen. Und das, ja, die machen sich alle gegenseitig. Alter, Ford GT! Grüße an den Ford GT-Boy und seinen Homie, der im Video hinter ihm steht, als er es gerufen hat. Ford GT! Achtung, oh, da vorne ist nochmal Ford GT! Überall Ford GTs hier, Alter. War der hier schon mal? 3S in. Da haben wir hier diesen XL1 VW. Und Ford Classic sind vom Killepitch-Typ. Wer, was für ein Typ? Killepitch. Killepitch-Typ. Erzähl. Killepitch-Likör. Likör. Hier, Likör hat ihm die Kohle gemacht, dass er die Kiste kaufen konnte. Der und wer noch? Der Grüne da drüben? Ja, Ford Classic. Achso, Sport Classic, nebendran, ja. Hier, PB, PB. Ah, hier, Schrottkarre hier neben dem Ford GT. M1 Ford GT, hier geht's ja echt ab. 300S El Cabrio, 300S El Cabrio. Hier, absolute Klapperbüchse. Wir können ja mal das Treppchen hoch. Da oben Final Edition SLS. Da oben SF90. Oder ist das dieser kleine, nee, ist glaube ich dieser 6-Zylinder. Der 296 ehemals von Alejandro Römers, dem Pharma-Typ aus Südamerika. Sieht man nicht. Und jetzt hat der Chico den für seinen Bruder gekauft. Der ist was. Der kriegt auch bald DO. Chico seine Kiste. Kennt ihr Chico? Lotto-Millionär Chico. Sollte man. DO Koku 502 oder so. Chico. Chico ist ein Gott. So, da haben wir hier Klapperbüchse. Da haben wir dieses wunderschöne Auto hier. Dann so eine komische Klapperbüchse, keine Ahnung, was das sein soll. AMG Kitcar. AMG Kitcar, ich glaube, das hat so ein AMG Motor. Hat irgendeiner, der Horacio hat das in seiner Werkstatt zusammengebastelt. Guck mal, der hat einen Spoiler. Frontspoiler auf dem Frontspoiler. Ist auch interessant. Tempesta-Paket. Tempesta-Paket. Das heißt, es war so eine alte Klapperbüchse, dann haben sie den modernisiert mit dem Tempesta-Paket und dann kam diese Spoiler dazu. Fand ich persönlich eigentlich ziemlich geil. Muss ich zugeben. Auch hier Vollcarbon-Braun. Das ganze Ding hier ist Vollcarbon-Sichtcarbon. Ist auch sehr, 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 sehr schön. Ford GT! Ich muss an der Stelle sagen, die Person, die das Ford GT-Video gedreht hat, muss ein Gott gewesen sein. So, hier. Der dahinter? Ja, den Boy, das ist so ein. Hier, was haben wir hier? Ist ja nichts. Stehen hier auch Klapperbüchsen. Da hinten, der ist eigentlich am schönsten. Hier der 911R mit Handschalter und besonderer Belederung drin. Dann hier grüner 812. Hier der schöne No Shields. Der VW
Dann kann man hier so runter gucken in die Werkstatt. Da haben wir ein G63 in Magno Hulk Green, alter 911er. Wie cool, ja. Alle, die Hot Wheels sammeln, die haben den hier, einen alten RS. Cool, auch was wert. Viele, viele Klapperbüchsen. Die meisten von denen klappern wirklich. Also hier so ein alter, was auch immer. Was soll das sein? Alter Opel, ja, um Gottes Willen, die neuen, die klappern ja noch immer. Hier kann man mal kurz die Oberklapperbüchse eine Sekunde euch gönnen zum Anschauen. So ist perfekt, komplett original, so wie es sich gehört. Man mit dem Schaltknüppel, der ist jetzt ziemlich weit oben wie bei so einem Sprinter aus Holz und dieses braune Leder. So ist die korrekte Konfiguration eines Carrera GTs. Alles andere ist Quatsch. Hier die SLS sind SLS Final Edition und normale SLS, beide komplett eingestaubt, wahrscheinlich vom selben Besitzer, wenn die da so nebeneinander stehen und eingestaubt sind. Kurz dazu, woran erkennt man, dass es ein Final Edition ist? Die Haube, die man durch den Staub jetzt leider nicht sehen kann, ist aus Carbon und Schwarz dementsprechend und er hat den Spoiler. Es gab den Final Edition auch ohne Spoiler, sah dann eleganter aus, weil der Spoiler sieht so ein bisschen komisch aus, gerade am Roadster. Und die Felgen vom 507 Edition C63, da wurde das erste Mal verwendet und beim G63 457 Edition gab es auch diese Felgen. Daran kann man es auch erkennen. Zagato Shooting Brake. Nebendran den Zagato Shooting Brake. Eben habe ich euch ja den Vanquish Cabrio gezeigt und das ist quasi der Kombi. Wir sehen ihn gleich, wenn ich an den Klapperbüchsen hier vorbeilaufe und ein bisschen weiter vor gehe. Hier vollgekritzelte Scheißkarre. Der hat so schrecklich, unfahrbar, vollgekritzeltes Auto, was schön aussieht. Dann haben wir hier den Zagato nochmal. Zagatos kann man ziemlich leicht erkennen, weil sie komplett modifiziert sind. Die ganze Front sieht komplett anders aus. Meistens haben sie diese runden Kreise. Ja, der ist sowieso sehr auffällig. Das sieht jeder, dass das kein normaler ist. Dann haben wir da unten so eine modifizierte Klapperbüchse. Was war das für ein Tuner? Onyx oder so? Oder irgend so ein unknown Tuner. So, hier als Mercedes-Fan. E55 4Matic AMG. Das Auto gab es vielleicht. Mein Kollege will mir hier was zeigen. Was haben wir hier? Murcielago, ein Diablo, alter C140 da im Eck. Gibt es ein Video auf dem Kanal? Wir besitzen nämlich einen CL500 C140. Ja, die sind schön da unten. Die müsste ich eigentlich. Ich will das Video jetzt nicht unterbrechen, aber ich mache jetzt kurz ein. Das sieht so cool aus von oben. Ich mach mal ein Bild ohne Spiegelung. Gleich. Jetzt. So, um nochmal hier auf die E-Klasse einzugehen. Das ist ein W210. Und zwar gab es den hier nur so 30 Mal ungefähr. Michael Schumacher hatte auch einen. Und mit Allrad war immer alles Sonderumbauten. Ja, ich glaube 30 Stück gibt es ungefähr von denen. Ich habe ihn einmal in echt auf der Straße gesehen, das war in London und er stand auch in Knightsbridge neben Pagani und 6x6 und sonst was für Karren. Also das Auto hier ist sehr unterschätzt. Das ist ein ganz besonderes, tolles Auto. Hier vorne E55 Frontbumper. Man konnte das auch ohne den Bumper sich bestellen, weil das Auto musste selbst umgebaut werden auf Kundenwunsch. Den konnte man so nicht bestellen bei Mercedes, man musste ihn wirklich bei AMG umbauen lassen. Und wir hatten in der Familie vom W210, damals als er neu war, alle, da gab es glaube ich ja, 3 Modellpflegen oder so, es gab mehrere und wir hatten alle immer E430, was das ja auch ist, der dickste V8. Und mein Vater fuhr sogar mal einen, der schneller war als der E55 und zwar einen Kompressorumbau von dem hier, der hier steht, aber als Limousine, als er neu war damals. Und der war dann schneller als der damalige Brabus Rocket. Hier. Klapperbüchse da vorne, komisches Whitebody auf so einem alten, beschissenen 996, sieht ziemlich kacke aus.
Dann haben wir hier wieder eine Klapperbüchse. Ah, ich finde das immer gut, wenn ich solche Kommentare mache, wenn jemand neben dran ist. Ich bin da meistens sogar angespornt, noch dümmere Kommentare zu machen. Aber es ist halt die Wahrheit, ne? Hier ziemlich geil, CLS 63 Shooting Break. Liebe Grüße nochmal an Shooting Breaker. Aber ja, hier, ne? Eine Zumutung. Was? Techart? Nee. Techart steht drauf. Andere Turbo. Hier. Techart, andere Turbo. Was soll das bedeuten? Das sind aber keine Techart-Felgen. Keramikbremse hat er. Techart Turbo. Hm. Ja, er sieht okay aus. Er sitzt auch ganz gut. So auf der Straße. Ja, er sieht ganz schick aus. Aber wenn es ein Techart ist, wieso hat er keinen Techart-Felgen? Das wäre doch viel schöner. Dann hätte es auch irgendwie einen Wert. Sieht ganz gut aus. Ein 906 ist halt im Allgemeinen kein schönes Auto. So, ich glaube, wir können jetzt noch mal kurz in die Mitte gehen. Das Video 14 Minuten, ist okay, oder? Plus Intro. Also noch ein paar Minütchen mehr. Ich laufe noch mal hier rein. Zeige euch noch einmal hier kurz, was hier steht. Da vorne auch 906, lustigerweise mit so einem coolen Grün und grüne Felgen. Das Auto selber ist hässlich, Z8. Und ich glaube, oh, die SLR. Das SLR-Rücklicht ist so geil. Das war übrigens das erste in Serie gebaute LED-Rücklicht der Welt. Mercedes war immer schon, ja, Mercedes, erste Auto der Welt war ein Mercedes. Mercedes war immer Vorreiter in allem. Und tja, was haben wir heute? LED-Lichter in jedem Auto. Er war der allererste auf der Welt, der das in Serie gebaut hat. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aber doch, das hat Top Gear gesagt. Ansonsten ist Top Gear falsch, wenn das nicht stimmt. Ich glaube, das ist ein schönes Ende hier, ne? Schöne Popo hier, schöner Booty von dem SLR. So sieht das hier aus. Ich hoffe, das Video war unterhaltsam. Für alle, die mich kennen, sowieso, die lachen sich kaputt. Hier auch cool, Black Badge, Ghost, ein neuer. Nebendran alte Klapperbüchse, woran erkennt man, dass sie alt ist. Und zwar sind die Lichter viereckig und beim neuen ist hier ein Knick. Das ist ein alter Raid. Nee, ja doch, alter Raid. Dawn ist dann das Cabriolet dazu. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe auch noch ein Video über die Klassikstadt in Frankfurt, Video über die Motor World in Stuttgart, Motor World in Köln und alle anderen Orte, die wichtig sind für Autofans auf meinem Kanal. Tschüss!